Die Zwickauer haben mit Musik-Rock-Theater beste Erfahrung. Immerhin gründete sich 1986 an der einstigen Pädagogischen Hochschule das Schauorchester Ungelenk. Deren Karriere verlief und verläuft einige Musikklassen tiefer. Absolute Spitze in puncto Musikkabarett verkörpert hingegen die erste allgemeine Verunsicherung. Im Rahmen ihrer Abschiedstournee war sie am vergangenen Freitag auf der Bühne am Schwanenteich zu Gast. Nichts mit Nostalgieshow, altgewohnter Titel. Die erste allgemeine Verunsicherung lieferte Musik-Rock-Theater vom Feinsten. Bereits vor 10 Jahren begeisterten die Österreicher in der Stadthalle das Publikum. Und auch diesmal war das mit über 3000 Gästen gefüllte Halbrund am Schwanenteich vom ersten Takt an entzückt. Der Opener Vorbei deutete den Anlass der Abschiedstournee an. Doch ehe die Tour und das Konzert vorbei war, gab es insgesamt 30 Titel und jede Menge Satire. Trauergemeinde, liebe Schaulustige, Friedhofsgärtner und Grabräuber, herzlich willkommen hier am Zentralfriedhof von Zwickau. Danke für das zahlreiche Erscheinen. Also damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind eigentlich sprachlos und fast zu Tränen gerührt, ob dieser regen Anteilnahme an unserer Verabschiedung. Ja, es ist eine Verabschiedung. Das können ja viele nicht glauben, aber es ist so, wir verabschieden uns, wir treten ab, wir ziehen uns zurück, wir hören auf. Wir tragen die IAV zu Grabe. Völlig falsche Reaktion. Das Gros des Publikums wollte natürlich die Klamauk-Titel hören und mitsingen. Es freute sich allerdings mindestens genauso über die bissigen Bemerkungen des Frontmanns Eberhardinger. Darunter auch Europa- und Weltmeister sowie Olympiasieger Matthias Steiner. Wie gewohnt gab es zu jedem der EAV-Hits auch ein entsprechendes Bühnenarrangement. So auch beim Banküberfall. Gestern lernt mich am Loch meine Mutter. Vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins. Ein Banküberfall. Neben Liedern vom neuen Album wie Trick der Politik und Am rechten Ort fehlten natürlich nicht die Erfolgstitel wie Heiße Nächte in Palermo, Küss die Hand, Kerkermeister, Märchenprinz und Vater Morgan. Dass die EAV ihre Fans überall hat, bewiesen mal wieder so einige Zaungäste, die das Ganze von außerhalb rein akustisch genossen.